Die L4, Vorderwälder Straße, führt von Langen, Fischhanger, über Doren bis Krumbach. Bei Kilometer 10,58 quert die Brunst-Turbel-Brücke, im Zuge der Vorderwälder Straße, die Weißach. Bei einer Brückenprüfung wurde ein mangelhafter Erhaltungszustand der Brücke festgestellt. Nach durchgeführten Variantenuntersuchungen entschied sich das Land für einen Neubau der Brücke. Durch den Neubau, neben dem alten Brückenbauwerk, konnten die Bauarbeiten unter Verkehrsoffenhaltung durchgeführt werden. Zudem wurde die Verkehrssicherheit durch eine verbesserte Linienführung der Rampenanbindungen wesentlich erhöht. Die neue Brunst-Turbel-Brücke wurde vom Planungsbüro Schiermetter als dreifädrige Spannbetonkonstruktion geplant. Die Stützweiten betragen 38, 51 und 38 Meter, woraus eine Gesamtstützweite von 127 Meter resultiert. Der Tragwerksquerschnitt ist als Plattenbalken mit einer variablen Höhe von 2 Meter in Feldmitte und 3,5 Meter an den Pfeilern mit einer Gesamtbreite von 10,5 Meter vorgesehen. Die Baumaßnahme wurde vom Land Vorarlberg im offenen Verfahren ausgeschrieben. Die Firma Wilhelm & Meyer ging als Bestbieter aus dem Vergabeverfahren hervor. Im September 2013 wurde mit dem Bau begonnen. Die beiden neuen Brückenpfeiler wurden außerhalb des Gewässerbettes, in den steilen Hängen links und rechts der Weißach gegründet und unmittelbar flussaufwärts der bestehenden Stützen situiert. Die Pfeilerfundamente waren nur über einen steilen Zufahrtsweg zu erreichen. Entlang am linken Ufer der Weißach und am rechten Ufer zur Stütze Doren musste zusätzlich eine Baustraße errichtet werden. Die Einbindung der Brunnen der beiden Stützen wurde im anstehenden Festgestein gewählt, so dass im Hinblick auf Kalkerscheinungen der Weißach kein Angriff auf die Fundierungsebene möglich ist. Daher wurde eine Gründung mittels 2 bis zu 9 Meter tiefen Brunnen je Pfeiler notwendig, welche in Spritzbetonbauweise abgeteuft wurden. Die Brunnenschalen wurden in einer Stärke von 20 cm und 2 Bewehrungslagen eingebaut. Im Einflussbereich der Fundierung der bestehenden Pfeiler wurden Spritzbetonstärken von 30 cm vorgesehen. Die Brunnen beim Pfeiler Krumbach konnten bereits Ende November betoniert werden. Anschließend wurden die Arbeiten beim Pfeiler Doren in Angriff genommen. Je nach Standfestigkeit der Abtragsböschung wurde eine Ankerung mittels Injektionsbohrankern vorgesehen. Die Öffnungsabschnitte wurden in Abstimmung mit dem Geomechaniker an die angetroffenen Verhältnisse angepasst. Die steilen Böschungsanschnitte wurden mit 2 Lagen Baustahlmatten und 20 cm Spritzbeton gesichert. Aufgrund des ambitionierten Bauzeitplanes wurde auch in den Wintermonaten gearbeitet, so dass bereits Ende Februar die Gründung der Pfeiler fertiggestellt werden konnte. Anschließend wurden die Arbeiten an den beiden Widerlagern aufgenommen. Zur zusätzlichen Ableitung von Horizontallasten wurden bei den Widerlagern Dauerfreispülanker mit einer Länge bis 29 Meter erforderlich. Die Ankerungsarbeiten wurden von der Firma Keller ausgeführt. Die neue Vorderwälder Straße schneidet im Anschluss an die Brücke auf der linken Seite in den Hang im Bereich einer Felsböschung. Durch die Anhebung der Fahrbahn bis zu 5 Meter wurde auf der Seite Krumbach die Errichtung einer 60 Meter langen Stützmauer erforderlich. Aufgrund der schwierigen Baugrundverhältnisse und der teilweise tiefen Lage des Festgesteins wurde eine Tiefenfundierung mittels gebohrten Mikropfählen ausgeführt. Die Mikropfähle wurden ebenfalls von der Firma Keller erstellt. Im März 2014 wurde beim Pfeiler Doren ein Baukran montiert. Anschließend wurden die Betonierarbeiten in Angriff genommen. Begonnen wurde mit der Erstellung der über 30 Meter hohen Pfeiler. Dabei kam eine Kletterumsetzschalung zur Anwendung. Die ungeführte Schalung wurde nach dem Betoniervorgang komplett vom Bauwerk getrennt und beim nächsten Betonierabschnitt mittels Kran wieder eingehängt. Die Bewehrungskörbe der einzelnen Pfeilerabschnitte wurden am Boden vorgefertigt und anschließend mit einem Kran eingehoben. So konnte im Schnitt jeden zweiten Tag ein Abschnitt betoniert werden.
Im Bereich des Widerlagers auf der Seite Krumbach wurde im April 2014 ein weiterer Baukran installiert. Somit konnte mit beiden Kränen das gesamte Baufeld bedient werden. Durch die vom Land gesteckten Ziele, wie die Herstellung der Bauleistungen in der bedungenen Qualität und die zeitgerechte Fertigstellung, entstand ein ambitionierter Bauzeitplan. Die schwierigen Umstände, wie die ungünstigen Baugrundeigenschaften, sowie das beengte Baufeld stellten zusätzliche Herausforderungen für die Bauausführung dar. Dieser Herausforderung wurden alle Beteiligten mit einer professionellen Arbeitsvorbereitung und einem hohen Engagement gerecht. Die Bau- und Projektleitung traf sich zudem mehrmals zu Baubesprechungen, um die Arbeitsabläufe jeweils im Vorfeld genauestens zu planen und zu koordinieren. So konnten die Pfeiler und Widerlager bereits Ende Mai 2014 fertiggestellt werden, so dass die nächste große Bauphase, die Erstellung des Lehrgerüsts, in Angriff genommen werden konnte. Aufgrund der topografischen Verhältnisse war das Einheben der massiven Fachwerkträger nicht möglich. Daher entschied sich der Lehrgerüstbauer, die Firma LGB, für einen Einschub des Lehrgerüstes. Die Montage der einzelnen Fachwerkelemente erfolgte beim Widerlagerdoren auf einem vorgelagerten Hilfsjoch. Zwischen dem Pfeiler und den bereits montierten Lehrgerüstbindern wurde zusätzlich ein leichtes Vorbaugerüst mit einem Mobilkran eingehoben. Danach wurden weitere massive Lehrgerüstbinder auf der Seite Doren mit Bolzen und Schrauben miteinander verbunden und anschließend eingeschoben. Das Lehrgerüst mit einem Gesamtgewicht von 900 Tonnen hat die Aufgabe, das teilfertige Tragwerk inklusive Schalung mit einem Gesamtgewicht von 3000 Tonnen zu stützen. Dabei treten im Mittelfeld maximale Durchbiegungen bis zu 19 cm auf. Nachdem die zwei massiven Längsträger in ihre endgültige Lage geschoben wurden, konnten in Querrichtung zusätzliche Träger montiert werden. Anschließend wurde Anfang Juli 2014 die Errichtung des Tragwerks in Angriff genommen. Bei den Schalungsarbeiten kam eine Systemschalung zur Anwendung. Diese wurde seitlich vormontiert und anschließend eingehoben und eingerichtet. Vor dem Betonieren wurde die Bewehrung sowie die Hörrohre für die Vorspannkabel, welche zu einem späteren Zeitpunkt eingebracht wurden, eingelegt. Das Tragwerk wurde in mehreren Abschnitten errichtet. Begonnen wurde mit den Randfeldern. Anschließend im dritten Abschnitt wurde das mittlere Tragwerksfeld geschalt, bewehrt und betoniert. Mit den weiteren Betonierabschnitten wurden die Lücken bei den Pfeilern geschlossen. Insgesamt wurden allein im Tragwerk ca. 3500 Quadratmeter geschalt, 1000 Kubikmeter Beton und 150 Tonnen Stahl verbaut. Nach der Fertigstellung des Tragwerks wurden die Spannkabel in die bereits verlegten Hüllrohre eingebracht und anschließend unter Aufsicht des Statikers nach einer Spannanweisung vorgespannt. Dabei wurde jedes der 16 Spannglieder, bestehend aus 12 Spannkabeln, mit 230 Tonnen Zugkraft belastet und dabei bis zu 75 cm gedehnt. Abschließend wurden die Hüllrohre mit Einpressmörtel verpresst, wodurch ein kraftschlüssiger Verbund zwischen Spannstahl und Beton hergestellt wurde. Bereits beim Spannvorgang wurde das Lehrgerüst abgesenkt und in den folgenden Wintermonaten ausgebaut. Zurück zu den Rampenstrecken. Im August 2014 wurde die Mannschaft verstärkt und die Bauarbeiten an den Rampen mit einer zusätzlichen Partie in Angriff genommen. Begonnen wurde auf der Seite Krumbach mit der Errichtung der 60 Meter langen und 6 Meter hohen Stützmauer. Nach Fertigstellung der Wände wurde mit dem Felsanschnitt begonnen und die Stützmauer hinterfüllt.
Im Bereich der Rampenstrecke auf der Seite Doren erfolgte eine Verschwenkung nach links, wodurch ein bergseitiger Einschnitt erforderlich wurde. Zur Böschungssicherung wurde bereits im Frühjahr 2014 eine verkleidete Ankerwand mit einer Länge von 24 Meter und einer Höhe von 3 Meter erstellt. Nach Fertigstellung der Fundamente wurde die Spritzbetonschale mit einem regelmäßigen Schichtmauerwerk aus Kalkstein verkleidet. Im November 2014, rund ein Jahr nach Baubeginn, waren die Arbeiten an der Brücke und den Bauwerken der Rampenstrecken damit weitgehend beendet. Die noch ausständigen Straßenbauarbeiten an den Rampenstrecken wurden nach der Winterpause, im März 2015 begonnen. Konnten beinahe die gesamten bisherigen Brückenbauarbeiten ohne nennenswerte Behinderungen für den Verkehr durchgeführt werden. So waren bei den Straßenbauarbeiten Behinderungen durch Baustellenampeln unumgänglich. Auf der Rampenstrecke Seite Krumbach wurde zur Anbindung eines Wirtschaftsweges zusätzlich auf einer Länge von 40 Meter eine bewährte Erdekonstruktion mit einer freien Standhöhe von über 4 Meter errichtet. Auf der Rampenstrecke Seite Doren wurde teilzeitig die Errichtung einer Steinschlichtung mit einer Länge von 50 Meter und mit einer maximalen Höhe von 2,5 Meter notwendig. Ab April 2015 wurde der Felsanschnitt mit einer Höhe von über 10 Meter weitergeführt. Die Felsschichten lagen in Form von Schluff bzw. Tonsteinen, vereinzelt auch durch Sandsteine in überwiegend mürber bis mäßig harter Form vor. Vereinzelte Schichtlagen wiesen einen starken Zerlegungsgrad und eine teilweise völlige Entfestigung auf. Daher wurde der Fels mit schwerem Gerät ausschließlich durch Schrämen und Reißen gelöst. Anschließend wurde die Felsfläche mit einer Felsvernetzung gesichert. Dazu wurde zur Stabilisierung des felsigen Abhanges ein verstärktes Metallgeflecht aufgebracht und zusätzlich mit Stahlseilen gesichert. Die Befestigung der Felsvernetzung erfolgte mittels gebohrter Stahlnägel. Ende April 2015 konnten aufgrund der geeigneten Temperaturen die Abdichtungsarbeiten an der Brücke durchgeführt werden. Nach entsprechender Untergrundvorbereitung mittels Wasserhochdruckreinigung wurde auf der Betonoberfläche eine Grundierung aus Epoxidflüssigharz mit einem Gummischieber flutend aufgebracht. Danach wurde mit einer Lammfellrolle im Kreuzgang gründlich nachgewalzt. Auf den so vorbereiteten Untergrund wurden anschließend zwei Lagen Brückenabdichtung aus Plastomer-Bitumenbahnen vollflächig aufgeklebt. Die Nähte und Stöße mussten versetzt angeordnet und dicht verklebt werden. Anschließend konnten im Mai auf der Brücke die Randsteine versetzt und die noch fehlenden Randleisten erstellt werden. Nach Abschluss der Betonierarbeiten wurde das bereits vorgefertigte Brückengeländer montiert. Nach Fertigstellung der Entwässerung konnte der Straßenoberbau aufgebracht werden. Im Fahrbahnbereich war eine ungebundene untere Tragschicht in einer Stärke von 40 cm und eine obere ungebundene Tragschicht in einer Stärke von 20 cm herzustellen. Anschließend wurde in der Fahrbahn eine 14 cm starke bituminöse Tragschicht und eine 3 cm starke Asphaltbetondeckschicht eingebaut. Da die Asphaltdecke der wichtigste Bauteil für den Autoverkehr darstellt und durch die Griffigkeit maßgeblich zur Verkehrssicherheit beiträgt, muss sie extremen Prüfanforderungen standhalten. Der Einbau der Deckschichte erfolgte aus Qualitätsgründen nahtlos in zwei Nächten unter Totalsperre der Landesstraße. Nach der Montage der Straßenausrüstung konnte die vor der Wälder Straße wieder dem Verkehr übergeben werden. Anschließend wurde Ende August 2015 der letzte Bauabschnitt, der Abtrag der alten Brücke, in Angriff genommen. In der ersten Abbruchphase wurden die Asphaltschicht sowie die Stahlbeton-Tragwerksplatte von Doren in Richtung Krumbach abgetragen.
Dabei musste mit besonderer Aufmerksamkeit vorgegangen werden, um die Stabilität der Stahlkonstruktion nicht negativ zu beeinträchtigen. In einer weiteren Abbruchphase wurden die alten Stahlkonstruktionsteile abgetragen. Diese Arbeiten wurden von der Firma Loacker ausgeführt. Danach wurden beide Längsträger in 4 Abschnitte unterteilt, abgetrennt und mit einem Mobilkran ausgehoben. Die verbliebenen Pendelstützen mussten mit Stahlseilen gesichert werden und wurden abschließend ebenfalls mit einem Mobilkran ausgehoben. Die Stahlteile wurden am Bachbett der Weiß 8 zerlegt und anschließend abtransportiert. Nach erfolgtem Abtrag der Brücke konnten im Oktober 2015 die letzten Renaturierungsarbeiten durchgeführt werden. Dass der vorgesehene Zeitplan nicht nur eingehalten, sondern sogar knapp unterschritten werden konnte, war einmal mehr einem Team von Spezialisten zu verdanken. Die qualitäts- und termingerechte Fertigstellung war nur möglich, weil alle Projektbeteiligten, fachlich fundiert und in kollegialer Zusammenarbeit, auf das gemeinsame Ziel hinarbeiteten. Ihnen allen ist der erfolgreiche Abschluss der Bauarbeiten zu verdanken.